Willkommen, liebe Zuschauer, bei Manga Hamburg TV. Wir waren auf der Dokumi 2015 dieses Jahr zum dritten Mal in Folge mit unseren Dozenten und Gastdozenten und Ehrengästen und es gab eine ganze Menge zu sehen. Es gab auch auf der Messe, auf der Dokumi, unglaublich viel zu sehen. Ihr werdet davon jetzt auch gleich ein bisschen was sehen, wenn ihr nicht persönlich da wart, in diesem kleinen Film, den wir für euch zusammengestellt haben. Wir hatten einen eigenen Stand, der sah im Aufbau dann so aus. Dort sieht man auch schon ganz viele Stühle, da wir nämlich dort Workshops gemacht haben. Und in 2 Tagen haben wir insgesamt über 12 Stunden Workshops gehalten. Das war eine ganze Menge. Kam super gut an. Viele Leute waren da, hatten dort ihren Spaß, konnten sich hinsetzen in einem klimatisierten Raum. Wohlbemerkt bei der Hitze auch nicht schlecht. Und konnten sich ein bisschen berieseln lassen, sich Informationen holen. Unseren Dozenten oder auch Ehrengästen zuschauen, auf Fragen stellen, wie sie zeichnen, wie sie rangehen an ihre Mangas und an ihre Zeichnungen. Tokyo Pop war auch am Start mit einem großen Stand, wie ihr sehen könnt. Diese Fotos sind übrigens alle entstanden, bevor der Einlass war. Also man sieht da noch nicht viele Leute, deswegen kann man auch den Stand noch erahnen. Hätten wir das Foto irgendwie 10 Minuten später gemacht, hätte man nur noch ganz viele Menschen gesehen und nichts mehr vom Stand. Andere Partner von uns waren auch da zu erwähnen. Hier auf jeden Fall Peppermint Anime auf allen Hochzeiten tanzt der Herr und heute auch mal schick mit Zylinder, nicht schlecht. Unter anderem waren auch Partner wie zum Beispiel Yakitori wieder am Start. Der ein oder andere wird sich erinnern, wir haben Anfang des Jahres einen tollen Wettbewerb mit Yakitori zusammen gemacht. Könnt ihr auch alles auf unserer Facebook- und Internetseite nochmal nachlesen. War sehr witzig, die auch persönlich jetzt mal wieder kennenzulernen. Wir hatten sie letztes Jahr einmal ganz kurz gesehen, dieses Jahr ein bisschen länger unterhalten. Sehr nette Leute, geile Shirts, gute Qualität und war damals ein echt witziger Wettbewerb. Sind auch sehr, sehr viele coole Sachen mit eingesendet worden. Dafür nochmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Die EMA war auch da. Hier seht ihr einmal den Stand von der EMA. Auch noch alles ohne Publikum, weil, wie gesagt, diese Fotos wurden gemacht, bevor die Leute reingelassen worden sind. Da ist noch alles sauber aufgeräumt und vollzählig. Nachher, am letzten Tag bei der Messe, waren eigentlich nur noch zerrissene Pappkartons zu sehen und alles war weggekauft. Unsere Partner KZ waren auch natürlich am Start, haben nicht gefehlt. Genauso wie Kodak. Und Kodak hat ein ziemlich cooles Ding gemacht. Und zwar, die haben Filmkulissen oder Fotokulissen aufgebaut, besser gesagt. In diesem Fall war es eine komplette japanische Schulklasse mit entsprechenden Manga-Background. Und da konnten sich Cosplayer oder wer auch immer reinsetzen und sich fotografieren lassen. Fand ich ziemlich klasse, die Idee. Die haben da also ganz schön eins vom Leder gelassen. Und sie hatten auch noch eine zweite Geschichte aufgebaut. Und zwar war das eine Art Maid-Café Wohnzimmerkulisse und alles mit sehr viel Liebe gemacht und sehr nette Leute, hat Spaß gemacht, die als Nachbarn zu haben. Wir hatten dort auch direkt neben denen unsere Zeichentische. Das waren insgesamt 3 Zeichentische, die wir hatten, die immer voll waren und zwar über die komplette Messe. Teilweise haben wir sogar die Situation gehabt, dass die Leute auf dem Boden saßen und gezeichnet haben. Okay. Wenn wir da 12 Tische hingestellt hätten, wären auch 12 Tische voll gewesen, habe ich das Gefühl. Also es wurde gut angenommen. Vielen Dank dafür. Das hat uns halt auch als Team gezeigt, dass ihr Spaß daran habt, dass wir uns da viel Mühe gegeben und wir finden es halt einfach nur klasse, wenn das dann so gut angenommen wird. Von daher freuen wir uns natürlich auch auf die nächsten Jahre und werden immer versuchen, noch einen oben drauf zu legen, soweit es eben so geht. Einen oben drauflegen, da wären wir dann bei dem Stichwort Mikiko. Mikiko war bei der letzten Dokumi auch schon eine Ehrendozentin bei uns, nein, Ehrengast.
dieses Jahr auch. Sie hat bei uns einen tollen Workshop geleitet. Leider am Anfang ohne Ton. Wir hatten so ein kleines Problemchen mit dem Ton, denn die Soundanlage war irgendwie noch nicht da. Und dann wurde die von der Technik aber angeliefert. Und danach hatte auch jeder Dozent und Gastdozent einen vernünftigen Ton. Deswegen hat Mikiko sich da hingesetzt, hat gezeichnet, konnte halt nicht großartig was erklären, was sie da gezeichnet hat. War aber trotzdem interessant. Die Leute haben sich das angeguckt und Spaß dabei gehabt. Angelina Postian war bei uns zu Gast und hat einen tollen Bericht gehalten über ihre Zeit in Japan, wo sie in der Gastro gearbeitet hat. Wer ist Angelina Postian? Das ist die Autorin dieses tollen Kochbuchs. Und wie ihr seht, ist da auch noch unser Logo so ein bisschen mit drin. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Powerplan Manga Hamburg. Denn die Mariam, unsere Dozentin aus dem Freitagskurs hier in Hamburg, hat dort als Chefillustratorin ganz tolle Arbeit geleistet und ganz viele Illustrationen und Mangas reingezeichnet. Lohnt sich wirklich, dieses Kochbuch zu kaufen. Ihr könnt das auf unserer Seite in unserem Online-Shop übrigens bestellen oder bei Amazon, aber auch in jedem gut geführten Buchladen. Wenn ihr da sagt, ich möchte ein Kochbuch kaufen und zwar mit Manga, dann findet ihr das automatisch schon. Und dann kann, entweder hat der Buchladen das Buch schon, oder aber der Buchladen kann euch das auf jeden Fall bestellen. Wir können ja hier gleich auch nochmal die ISBN-Nummer einblenden lassen und ich habe ein paar Fotos mitgebracht aus meiner Zeit in Japan, damit ihr euch die mal angucken könnt. Also erstmal habe ich ein paar Fotos, was es so in Japan gibt, was ich gefunden hatte. Zum Beispiel auf so Märkten gibt es immer schöne gesalzene Makrelen, dann die Krebs, die sehen in Japan so aus, also draußen vor der Tür gibt es dann so ein großes Schild mit den Krebs, die sehr, sehr lecker aussehen und auch sehr, sehr lecker sind. Eine Zeit in der japanischen Küche, sehr schön, wie man sieht, war ich dabei. Das ist halt die Jus aus der Küche und hier vorne wurden dann immer so die Getränke bereitgestellt, hier ist die Miso-Suppe, den haben sie immer in einem Reiskocher warm gehalten, auf der Warmhaltefunktion, dann Reis und alles Mögliche. Das war meine Chefin morgens. Es gab halt die Morgensschicht und die Abendsschicht, manchmal auch eine Mittagsschicht, aber eher selten. Und da haben wir halt so die Sachen warm gehalten, da habe ich dann zum Beispiel Tamagoyaki gelernt oder Miso-Suppe oder was man dabei beachten muss. Also sie hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Das ist der Sushi-Meister, der war dann abends für uns zuständig als Helfer. Und da sieht man, dass wir wirklich im Akkord für die Gäste gearbeitet haben. Jede Zutat wurde einzeln liebevoll in jede dieser 100 Schüsseln gelegt und dann die nächste Zutat und alles musste ganz genau gleich aussehen. Und wenn es nicht ganz genau gleich ausgesehen hat, gab es Ärger. So sah das dann abends aus. Jeder Gast hat ein eigenes Tablett bekommen mit Besteck drauf und dann hat jeder Gast so zwischen 6 und 7 Schälchen oder Tellerchen bekommen, wo was zu essen drauf war. Das ist Yamaguchi-san. Und Yamaguchi-san hat neben dem Yu-Sauce noch eine eigene Sushi-Bar. Und immer wenn an einem Tag war, wo nicht so viele Gäste waren, hatte ich dann das Glück, dass er mir dann gezeigt hat, was man mit dem Sushi machen beachten muss. Und dann durfte ich so ein bisschen mithelfen und alles machen. Das war eine große Ehre für mich. Das leckere Sushi, was wir dann produziert haben, das war dann das erste, weil das einfachste ist vom Handling her. Haben wir sehr viel Spaß auch immer gehabt. Ja, und dann habe ich noch die Zutaten und die einzelnen Schritte. Das Temaki-Sushi-Rollen, die habe ich da auch Gott sei Dank gelernt. Die sind auch mega lecker. Ja, die Angelina Postian war bei uns am Start und hat dann nachher auch Autogrammstunden gegeben mit Mariam zusammen. Und ihr seht auch, liegt auch noch ein zweites Buch, und zwar Koch dich japanisch, das war ihr erstes.
ihr erstes Kochbuch, was sie rausgebracht hat und was auch schon sehr gut lief. Sie hatte dort Verkaufszahlen, hatte sie mir mal erzählt, ja, von 800 Exemplaren in einem Jahr, was für ein Kochbuch echt nicht wenig ist. Und ja, das Manga-Kochbuch ist jetzt seit ungefähr einem Monat, knapp über einem Monat am Start. Und hat schon über 400 Exemplare, wurden schon verkauft, was einfach gigantisch ist. Also wir freuen uns alle tierisch darüber, dass es so gut ankommt. Und es sind auch extrem leckere Gerichte, davon mal ganz abgesehen. Nicht nur die Illustrationen da drin sind toll, sondern die Gerichte sind auch wirklich sehr lecker. Wir haben dann hier noch ein Bild von einer sehr lieben und kleinen Zeichnung von der Mariam, wo man die beiden Charaktere sieht, die in diesem Kochbuch vorkommen. Wieso die da so stehen im Hochzeitskleid und wer das eigentlich ist, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr euch das Kochbuch kaufen, weil da steht da nämlich alles drin. Da kann man sich das denken. Außerdem haben wir noch einen weiteren Künstler dieses Jahr gehabt, und zwar der Lennart. Lennart ist gerade mal 18 Jahre alt, hat irgendwie so 128 Seiten Manga gezeichnet, kam damit zu mir an und ich habe gesagt, boah, das ist krass, den Mann muss man irgendwie unterstützen. Und wir haben das erste Jujinji rausgebracht, wo wir auch sehr stolz drauf sind, was man bei uns in unserem kleinen Kiosk kaufen kann in Hamburg oder aber auch direkt auf der Dokumi. Ist erstmal eine sehr, sehr kleine Auflage und wir wollen aber den Lennart halt pushen als junger Künstler, dass er ja, weiter so macht und auch eine Inspiration für unsere Schüler ist, die halt sehen, okay, da ist jemand, der ist vielleicht nur ein, zwei Jahre älter als ich und der hat sich halt hingesetzt, war fleißig und hat mal eben so ein ganzes Manga gezeichnet. Ja, dann haben wir die Sally Rode auch da gehabt als Dozentin. Sally ist ja eine Dozentin auch von unserer zweiten Schule in Düsseldorf-Neuss, in der Oberstraße 105, das ist die Einkaufsstraße in Neuss. Und da sitzen wir bei ComSpot, unserem Partner, das ist ein Apple Premium Reseller, der verkauft aber auch irgendwie PCs. Und da sitzen wir im Showroom und machen dort seit Anfang 2014 unsere Manga-Kurse oder unsere Manga-Kurse am Freitag und drei Stück am Samstag. Und die Sally war halt auch da und hat einen tollen Workshop gehalten und der war so toll, dass sie nämlich mittlerweile ihre eigenen Fans hat, die nämlich angekommen sind mit Plakaten in der Hand, wo dann Go Sally Go draufstand, fand ich total genial. Richtig klasse, es waren Schüler von ihr aus dem Kurs und nee, also das hat mich auch sehr beeindruckt. Zu der Dokomi gibt es noch Folgendes zu sagen. Es war voll, es waren viele Leute, aber es war voll und es gab genug Platz in den Räumlichkeiten. Diese Messehalle ist gigantisch groß und ich glaube, wir benutzen da von diesen ganzen Ausstellern gerade mal so 10% dieses Messegeländes. Es ist eigentlich wie eine Kleinstadt. Und welche Möglichkeiten man auf der Dokomi hatte, neben den Cosplayern sich anzugucken oder unseren Workshop sich anzugucken, war natürlich shoppen. Man konnte ohne Ende shoppen. Es gab also so viel Krams zu kaufen, von Klamotten hin zu ganz verrückten Merchandise-Geschichten, hin zu etwas, was ich erwähnen möchte, nämlich ich habe da tatsächlich eine alte Nintendo gesehen, original verpackt. Ich konnte den Preis nicht erkennen und ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, was die kosten soll. Aber ich fand es ziemlich cool, dass man da halt ein original verpackter alte Nintendo kaufen konnte. Dann haben wir zum ersten Mal auf einer Messe unsere eigenen Maskottchen dabei gehabt. Und zwar Oliver und Sophie. Oliver und Sophie sind ja, unsere Maskottchen von Manga Hamburg, auch gezeichnet von der Mariam. Der Oliver, den habe ich damals mal gezeichnet in einer etwas anderen Version, sieht man da auf der Internetseite. Und die Mariam hat dann dazu ihm eine kleine Freundin gezeichnet, und zwar die Sophie. Und die fand ich so niedlich, dass wir gesagt haben, die benutzen wir jetzt für all unsere Auftritte, ob Print oder sonst irgendwie. Und
Ja, daraus entstand dann halt die Idee, wie cool wäre es denn auf einer Messe auch unsere eigenen Cosplayer zu haben, die Oliver und Sophie cosplayen. Das war dieses Jahr das erste Mal der Fall. Die haben sich so viel Mühe gegeben mit den Cosplays. Ich finde die so cool. Richtig witzig. Sie wurden auch häufiger gefragt, hey, aus welcher Serie kommst du denn und so? Wer bist du denn? Hä, wen stellst du denn da? Und die haben das sehr witzig gefunden, dass die halt die Maskottchen einer Manga-Zeichenschule gecosplayt haben. Und ja, hatten riesen Spaß dabei. Und wir fanden das ganz toll und freuen uns natürlich dann auch in den nächsten Jahren die beiden immer dabei zu haben auf den Messen. Überall waren Cosplayer draußen drin und ich auch noch mittendrin und wurde auch von dem einen Cosplayer dann noch verhaftet, weil der hat nämlich jemanden von der Police Academy gecosplayt und ich habe diese Filme damals geliebt und fand es einfach super cool und da hat gesagt, Mensch, du musst mich jetzt hier mal verhaften und er hat mich auch vom Fleck weg verhaftet, war klasse. Süßigkeiten ohne Ende. Unser linker Nachbar von Manga Hamui war ein Süßigkeitenlieferant, sehr witzig. Der kommt, ich habe ihn gefragt, Mensch, das ist ja cool, dass du japanische Süßigkeiten verkaufst. Wo kommst du denn her? Dann guckt er mich an und meint, ja, aus Hamburg. Ich so, das ist ja witzig, ich komme auch aus Hamburg. Oder wir kommen aus Hamburg. Und wo denn da? Und dann stellt sich heraus, dass er eigentlich 3 Straßen weiter von uns sein Lager hat. Und ich von dem noch nie was gehört habe. Und er aber von uns nicht. Und so trifft man sich dann in Düsseldorf. Und ist mal aber eigentlich Nachbarn in Hamburg. Und sehr witzig, wir haben schon gesagt, wir werden mal gucken, dass wir ein paar von den super leckeren japanischen Süßigkeiten dann auch bei uns in Hamburg in den Kiosk kriegen. Und da freuen sich sicherlich dann auch unsere Schüler. Und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, das wird nämlich sehr lecker werden. Als weiteres gibt es noch das Maid Café. Da war so eine lange Schlange, ich wollte da eigentlich rein, aber wir hatten ungefähr gefühlt eine 3 Kilometer lange Schlange. Und ich bin dann mal an denen ganz frech dran vorbeigelaufen, um einfach nur vorne mal reinzugucken, um ein Foto zu machen. So sah das dann da aus beim Maid Café. Sehr viel Personal, also, aber trotzdem ein so großer Andrang, dass sich trotzdem leider da so eine Monsterschlange gebildet hat. Muss unglaublich lecker sein, der Kaffee muss unglaublich gut sein, die Bedienung muss unglaublich freundlich sein. Ich kann es alles nicht beurteilen, weil ich habe mich da nicht angestellt. Werde das aber vielleicht ja nächstes Jahr machen. Mal gucken. Kommen wir in die nächste riesengroße Halle rein, wo dann zum Beispiel japanisches Langbogenschießen gezeigt wird. Das Ganze war eine sehr ruhige Aktion, so ganz anders als die ganzen anderen Messeständen, wo halt viel Alarm ist und viele Leute sind. Und da in diesem großen Raum war es dann sehr ruhig und man konnte denen beim Bogenschießen zugucken. Es hatte etwas Meditatives und war ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Vor allem, wie schnell diese Pfeile nachher schießen, war auch recht beeindruckend, sich sowas mal live zu sehen. Ja, wir möchten uns natürlich auch also von Manga Hamburg und von Manga Neuss Düsseldorf ganz herzlich bedanken bei der Leitung von der Dokumi, bei allen, die dort mitgemacht haben. Ich habe da unglaublich nette Helfer kennengelernt, die wirklich sehr hilfsbereit waren und geholfen haben, wo es nur ging. Ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht einen tollen Job. Weiter so. Wir freuen uns, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das kam super gut an. Nur ist mein M und Ä und alles ein bisschen lange hingezogen, auch ätzend, also nochmal Yakitori. Viel Alarm. Leider haben wir halt mit dem Sound noch nicht ganz so und deswegen machen wir das jetzt hier auch gar nicht. Cut. Nochmal Ding, Ding, Ding. Zu, ich brauche Feierabend. So, das können wir nachher auch alles ausschneiden, weil das nämlich völlig irrelevant ist.